Ihr fahrt immer zwischen 280 und 300 die Berge hoch. Tobi ist der Taktgeber. Nur wenn der sagt, ruhiger, schneller, weiß der Teufel was. Und dann kann mal jeder auf seinen Wattomat gucken. Und wenn dann bei ihm 300 stehen und bei dir stehen 270, Janis, dann kannst du den Takt genauso geben. Und wir versuchen jeden Anstieg immer mit den 280 bis 300. Nie mehr, aber auch nie weniger. Und irgendwann im Verlauf unseres Trainings, da gebe ich Bescheid, steigern wir das mal noch, ne? So Richtung hinten raus. Mahlzeit zusammen, mal wieder aus dem Auto. Wir haben den 7. Mai und sind im Erzgebirge, noch in Einsiedel, fahren den ersten Anstieg hoch. Wir schauen uns heute die komplette Erzgebirgstour von kommenden Wochenende an. Dort wird das zweite Bundesliga-Rennen stattfinden. Und wir gucken mal, ob heute auf den Bergen irgendwo ein bisschen Schnee liegt. Naja, wir nutzen schon die Möglichkeit, dass die Strecke praktisch bei uns vor der Haustür ist. Also es ist sehr schnell organisiert, dass die Jungs hier zusammenfinden. Und es ist eine große Runde. Das heißt, es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man die Anstiege oder die Links-Rechts-Passagen oder was auch immer sich in Ruhe anschaut. Und heute wird das im Training mal so ein bisschen straffer stattfinden. Also, dass sie auch schon nicht im Renntempo, aber schon die ganze Strecke ziemlich straff fahren werden. Um das auch mal so ein bisschen fühlen zu können, was macht das auch so mit dem Körper, weil die Strecke ist brutal schwer. Im Training machen wir es immer so, dass sobald in so einer großen Gruppe so ein bisschen das Rollen Einzug hält, dann fangen wir an, so diesen belgischen Kreisel zu trainieren. Das können sie jetzt eigentlich schon langsam aus dem FF was immer wieder machen. Einfach, dass der Schwung in der Truppe bleibt und dass jeder immer so ein bisschen Watt unter dem Pedal hat. Dass praktisch der Trainingseffekt wirklich über die Stunden da ist und dass man jetzt nicht eine Stunde Training für Arsch und Füße macht, weil man bergab rollt. Na dann, Männer, sportfrei und einen angenehmen Trainingstag. Yep. Yep heißt, wir geiseln. Ich hoffe, die Jungs können immer noch schlafen, weil dieses Geräusch haben sie, glaube ich, jetzt schon seit vielen Jahren immer im Ohr. Yep. Wir versuchen ja so oft es möglich zusammen zu trainieren. Und heute ist ja wieder mal so ein Tag, wo wirklich alle zusammen trainieren. Das ist ja sonst gar nicht so der Fall. Also die Erfurter sind für sich, die Sachsenboys sind für sich. Und an so einem Tag wie heute sind mal alle zusammen. Und da mir das heute bei Weitem viel zu anstrengend ist, setze ich mich hier hin, da wo ich hingehöre. Und dann ist das mit dem Funk ganz okay. Hast du schon davon gehört, dass der Nolde eine eigene Instagram-Seite für seine Wade hat? Ich habe das mal mitbekommen. Findest du die Wade so? Ja, die ist halt riesig, ne? Die passt ja durch keine Tür. Wir hatten jetzt mit Callas schon so ein bisschen Probleme, weil Tobi die Regenbeinlinge beim ersten Mal anziehen einfach versprengt hat. So. Und ja, jetzt ist Callas selber auch so ein bisschen überfragt. Huh, was machen wir mit dem Kumpel? Müssen wir mal sehen, was da jetzt rauskommt. Vielleicht bauen sie ein extra Beinling. Netto Stop oder was? Naja, wer möchte, warum nicht? Also das ist jetzt die erste wirklich kritische Stelle dann im Rennen. Jetzt ist es ganz entspannt, weil wir müssen Vorfahrt beachten. Aber im Rennen kommen die Jungs hier so mit ca. 70 km/h runter. Und fliegen dann praktisch über diesen Bahnübergang. Also das Ziel heute ist eigentlich jeden Anstieg zwischen 290 und 300 Watt zu fahren. Es gibt so ein bisschen einen Taktgeber, das ist der Tobi. Das heißt, bei Janis ist es dann 270. Das versuchen wir heute den ganzen Tag ein bisschen einzuhalten. Und jetzt fahren wir gerade mit 15 km/h den ersten wirklich schweren Anstieg hoch. Und ja, 15 km/h, 300 Watt. Ist nicht schnell, aber trotzdem kann man sich jetzt circa vorstellen, wenn man mit 20 km/h im Rennen hochfährt, was das dann bedeutet.
wir jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde und 32,2 Kilometer. Heißt, wir sind über 30 km/h Schnitt und 213 Watt. Das ist ganz gut. Wenn wir jetzt aus dem Ort hier rauskommen, ist der nächste Ort Großwaldersdorf. Da ist nächste Woche Sprintwertung. Diese Sprintwertung nehmen wir jetzt auch mit als Sprintwertung. Du kannst sagen, dass gerne auch mal so ein bisschen Renncharakter gemacht werden kann. Das heißt, es kann auch mal jemand raus attackieren und dann geht's los. Ich häng die mal ab, okay? Kannst du jetzt auch attackieren? Ich bin attackieren gegangen, hab's aber nicht geschafft. Machst du es da beim Rennen anders, ja? Ich hoffe, ja. Das wäre cool, auf jeden Fall. Okay. Ansonsten, wie sind die Beine so? Gut, es ist halt echt eine schöne Runde. Geht halt den ganzen Tag hoch und runter. Sehr, sehr hart, aber bockt einfach. Wir fahren schon in gutes Tempo. Ich denke, hinten raus wird es für alle ein bisschen hart. So Männer, Takt wieder aufnehmen, wenn ihr nicht schon so weit seid und weiter geht's. Mahlzeit. Schön. Kannst ruhig festhalten. Ach. Das ist wie im Rennen. Ja. Luke, kurz zur Info. Bei Kilometer 59 ist der Berg Kalkwerk. Und den werdet ihr auch schön zügig hochkreiseln bis in den Ort rein. Das ist richtig, mich kennt noch keiner, ne. Ja. Das kannst du jetzt ändern. Jetzt kann ich es ändern, genau. Ne, ich bin Janis Peter. Neu im Team dieses Jahr. Und hab Bock. Gebürtig aus Gera. Quasi Thüringer. Und mittlerweile aber aus Freiburg. Fühl mich richtig wohl. Das hat mir von außen schon immer prima gefallen, so diese Team-Mentalität. Und das dann hier auch genauso wiederzufinden, ist dann klasse. Und bin ich voll zufrieden. Das erste Mal so ein bisschen berghoch angetestet. Also die anderen, ich bin mein Ding gefahren. Auch Anschlag. Aber die waren halt vorne, ich hinten. Ja, ich bin jetzt Papa. Sind neue Umstände und
bisschen weniger Schlaf, obwohl das eigentlich ganz gut durchschläft. Und ja, neuer Rhythmus, neuer Alltag, auch mit meiner Freundin zusammen. Ist ganz spannend und schön. Und das ist einfach nochmal ein Programmpunkt. Ne? Also Himmelsleiter, ich will auch nicht, dass ihr euch vorher zerlegt. Ihr fahrt gemeinsam da rein. Ne? Und immer da, wo es zum Kreiseln geht, kreiseln wir, aber immer so wie besprochen. Ohne jetzt irgendwie Himmelsleiter, fahrt da mal richtig hoch. Danach sammeln wir uns wieder, dann gucken wir so, wie es mit der Verpflegung ist. Oder wir gucken immer, wie es mit der Verpflegung ist. Also keiner hält durch, wenn irgendwas fehlt, nehmen. Hi, ich bin wieder da. Aber ich sag mal ganz ehrlich, hinten raus wird es ja besser. Was sagst du? Ja. Hinten raus wird die Runde besser. Hinten raus wird es besser? Dann ist sie geschenkt. Und du? Bist du heute Kapitän de Rüth, oder was? Kapitän de Rüth. Ja. Wie machst du das bisher? Ich versuche, die Ordnung reinzubringen. Jungs, wie klappt das? Scheiße. Dachte ich mir. Ja. Hier macht jeder, was er will. Okay. Imo fährt schon wieder viel zu schnell. Luke kann nicht mehr. Ja. Rüber seine Bremse schleift. Also alles wie immer. Alles wie immer. Ey, das ist so nice, ne? Es kann jetzt sein, dass deine Schaltung sich dadurch verstellt. Musst du mal ein bisschen drücken. Das ist absolut cool. Echt? Für die tägliche Dosis an E-Stoffen. Ist das so ein Powerade-Verschnitt oder was ist das? Ja, das ist Gatorade. Powerade für Arme. Gatorade für Arme, genau. Für Arme und Beine oder nur für Arme? Oh, Mann. Das stimmt nicht. Oh, Mann. Oh, nee. Wir haben jetzt, warte, 3 Stunden weg, 220 Watt Durchschnitt, also nicht ganz, 219, 31,5 Schnitt, ja, und fahren jetzt weiter. Mahlzeit! Moin, denn geil, das wird ja. Circa 10 Kilometer jetzt noch bis zur Himmelsleiter und ja, dann nehmen wir mal schön Schwung. Luke, sag mal bitte dem Leuchte, er soll jetzt mal losfahren und soll zusehen, dass er so gut wie es geht als erster oben an der Himmelsleiter ankommt. Er soll sein Tempo fahren, soll jetzt losfahren und dann geht's los. Wir haben jetzt gleich einen richtig heftigen Berg mit der Himmelsleiter und da muss man eigentlich so mental schon so ein bisschen auch da sein. Und wenn wir jetzt selbst im Training nur so dahin eiern, dann fehlt uns das, dieses mental voll da zu sein, um dort richtig zu marschieren. Und deswegen versuche ich jetzt einfach spielerisch so eine kleine Situation zu schaffen, also eine mögliche Rennsituation. Und das heißt, für die beiden da vorne, für John und Leuchte, die machen jetzt ihr Ding. Und hier hinten die Kumpels, die machen ihr Ding. Das heißt, die werden genauso irgendwann mal anfangen, wieder zu kreiseln und die Lücke zu schließen. Dank des Veranstalters haben wir hier eine Datei geschickt bekommen, die haben die Jungs alle auf den Wahoo gezogen. Vielen Dank an dieser Stelle an Wahoo, dass das überhaupt möglich ist. Und somit weiß eigentlich jeder ganz genau, wo es lang geht. Und das ist auch von der Karte her recht gut gemacht, dass man sich da so gut wie nicht verfahren kann. Ja, es ist einfach ein 1 Kilometer langer Berg mit so über 20%, ich glaube 22, 24. Und man muss schon einfach nur 370, 400 fahren, also so ein Dicker wie ich, um einfach nicht umzufallen. Ne? Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Woche, Erzgebirgsrundfahrt, schönes, schwere Rennen. Wir sind gerade dabei, die Strecke abzufahren. Hat der Veranstalter sich schon was einfallen lassen, nimmt ihr jeden Hucken mit. Ist echt hart. Aber sollten ein paar von uns gut liegen. Und ich denke,
Am Ende soll man voll mit dabei sein. Ist das auch was für dich oder eher für die anderen? Ja, also für mich auf alle Fälle. Aber auch Ulbi, Tom, Imu sowieso. Aber wenn man mich so anguckt, glaube ich, genau mein Ding. Könnte durchaus ein bisschen länger berghoch gehen mal, aber wenn man auf die Summe der Höhenmeter schaut, das ist, glaube ich, schon ein echtes Brett. Da war gerade diese Himmelsleiter auf einer Skala von 1 bis eklig. Wie eklig ist die? Sehr eklig. Mehr eklig geht nicht. Alles 20%, 700 Meter lang. Ist sehr, sehr hart. Mhm. Nee, aber mit meinem Gewicht ist es, glaube ich, noch zu verschmerzen. Da müssen sich andere viel mehr quälen. Was sagt die Waage aktuell hier? Aktuell 63, 64, schwankt immer so ein bisschen. Das sind ja richtige Profi-Werte. Ja, muss so. Bist du zufrieden damit? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Du bist ja Vegetarier, ne? Richtig, seit über 2, 2,5 Jahren. Hast du dadurch irgendwie eine Verbesserung erfahren? Ach, nicht so richtig. Also leistungsmäßig kann ich es nicht genau sagen. Aber ich fühle mich wohl damit, vermisse nichts und bin damit echt zufrieden. Bist du ein Wasserträger? Ich bin Wasserträger. Was sind das? 6 Liter? Nee. Ja. Na, jetzt rechnen wir. 6 mal 1,5. Oh, hier, noch ein Wasserträger. Ja, aber Wasser. Wir sind hier in der Wüste. Ja, aber du lässt nur ganz wenig Wasser aus. Wir waren zu zweit, dann ging es durch die Das ist klar, jetzt sozusagen. Das ist, natürlich Gummibärchen habe, aber keine Haribos mehr. Die anderen sind besser oder wie? Ja, ich finde die jetzt besser. Und aber auch ein Käsebrötchen. Und ein Käsebrötchen. Hm, das ist so ein bisschen sinnbildlich für dein Bein. Schön blass. Ja, ja. Aber auch ganz knackig. Ah, ja. Geil. Es gibt ja erstmal eine Wiener und dann geht es erstmal los. Ist das Werbung? Bitte nicht, man sieht es ja nicht. Blaubeere, Pfirsich, Apfel. Niemals Zucker zugesetzt. Nur gesund. Was? Das siehst du auch nicht aus. Pfirsich. Ölke, da haben sie sich an dir orientiert. Wieso? Natürlich, ja. Ich habe hier auch noch Buttermilch, Zitrone. Bei mir gibt es die Würstchen. Ich habe jetzt einfach was Herzhaftes gebraucht. Du alter Schlawiner. Und ich finde die echt top. Ja? Mhm. Haferkekse. Hafer. Mit Schokoüberzug. Zum Rumhafern. Mhm. Was hat die Wade? Snickers Eiscreme. Was kannst denn du hier noch ins Rennen werfen? Ich esse jetzt 2 Düren. Nee, Späßle. Einer davon ist für dich. Das ist ja richtig cool. Meint ihr, die Jungs mit den Rennrädern fahren genauso schnell wie eure Formel 1 Autos? Naja, der Tim, wenn er Red Bull getrunken hat, dann geht er ab wie eine Rakete. Und ihr seid hier die Parkplatzbewacher, ja? Ja, nee. Also ihr seid euch auf jeden Fall einig? Ja. Gut, aber ich kann euch sagen, der Döner schmeckt gut. Ja. Gut, Dürüm. Wollt ihr noch eure Mama grüßen? Ja. Ja. Dann macht mal. Mutti, wir sind im Fernsehen. Ciao. Wir fahren jetzt aus Schwindels raus. Dann kommt so ein langer, ekliger Berg durch den Wald nach Geier. Und wenn wir, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Dann sind es aber nur noch 20 Kilometer. Wie war gerade so die Himmelsleiter? Ekelhaft. Ich habe richtig geklemmt und Tom hat das große Blatt drauf geschaltet. Will jemand einen Pfand? Bei 18%. Pfand? Ja. 3 Berge kommen jetzt noch praktisch und die sich hier nicht auskennen, die sind alle 3 hoch nochmal relativ hart. Und alle, die sich hier nicht auskennen, kommt hierher und guckt es euch einfach an und dann werdet ihr es merken. Ja, wir befinden uns jetzt eigentlich in der letzten flachen Passage des Rennens und am Ende des Tals folgt ein ganz, ganz böser Schlussanstieg. We'll be right back.
zum zweiten Mal die Erzgebirgsrunde abgefahren. Diesmal ein bisschen schneller. 5 Stunden 18 haben wir gebraucht für die 166 Kilometer. Und das ist ein 31,3er Schnitt. Und ja, war eigentlich ganz ordentlich. 217 Watt im Schnitt. Haben uns ordentlich besorgt heute. Höhenmeter. Warte, das dauert. Das ist immer ganz unten. Bei dem Wahoo hier 3338. 4000 Kalorien. Ja, ich heiß Leuchter eigentlich, weil ich glaube einfach so groß bin. Ich heiße eigentlich Jakob Schmidt. Jakob. Komme aus Halle, an der Saale, ursprünglich. Wohne jetzt aber auch in Erfurt mit. Und genau, bin einer der Neuen. Also wenn ihr das seht, ist das Rennen ja schon gelaufen. Wir haben jetzt noch eine Woche. Ich glaube, der Radsportgott, das könnte sein, dass der es schon weiß. Wir wissen es nicht. Aber heute hatten wir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und der Tom ist halt heute als Erster über den Strich gefahren, da oben am Berg. Das haben wir so als finalen Punkt genommen. Er hat noch unterwegs mal eine imaginäre Sprintwertung mit einem Pfannkuchen und eine Bergwertung mit einem Drops. Und ganz zum Schluss halt das Finale. Das konnte der Tom vor dem Jannis und dem Alfons für sich entscheiden. Aber das ist alles nur Schall und Rauch. Wir werden nächste Woche sehen, was das wert hat. Und wir sind sehr gespannt. Also sehr motiviert ist unser Heimrennen. Und wir sind sehr gespannt, wie die Rennfahrer, wie alle Rennfahrer das Rennen so machen. Ihr da draußen, ihr wisst ja wirklich auf eine fantastische Weise, was zu tun ist. Also ihr unterstützt uns, ihr liked uns, ihr gebt Kommentare. Es ist auch völlig egal, ob die immer zu unserem Gunsten sind. Jeder Kommentar ist irgendwie wichtig oder aus jedem Kommentar kann man irgendwas ziehen. Ich persönlich finde das fantastisch, was da so passiert in diesen Medien, also in dieser medialen Welt. Ne? Also ich muss mich da selber immer so ein bisschen reinfuchsen. Die Jungs helfen mir da sehr gut. Ich bin eher so der, mal gerne ein bisschen Holz hackt und in der Natur unterwegs ist. Aber auch da möchte ich mich gerne immer so ein bisschen mit beschäftigen. Also ich kriege das alles mit. Das ist total geil. Das finde ich super. Macht bitte weiter so und wir gucken, dass wir immer euch was zum entweder Schmunzeln, zum Staunen oder zum Erschrecken oder wie auch immer liefern, dass wir euch unterhalten. Und wir sind euch wirklich unschätzbar dankbar, dass ihr immer dran bleibt, dass ihr auch mal nachfragt, wie es geht, was kommt, wo bleibt der, wo bleibt der. Also wir spüren so das Interesse, das wirkliche Interesse. Das ist richtig cool und ja, es ist ein bisschen so eine ganz, ganz, ganz große P&S Benotti-Familie geworden. Also vielen Dank dafür. So, ihr lieben Fans, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch mehr Bock auf diesen Quatsch mit uns habt, dann schaut gerne hier und hier vorbei. Es lohnt sich. Haben wir es jetzt?